Sternschnuppe? War da gerade eine Sternschnuppe? Oh ja. Gut, die kriegen wir im Fall. Ey, das ist mir noch nie passiert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Part 192. Tja, beim letzten Mal, da haben wir uns ja auf die Suche begeben nach einem Schatz, ne? Und der scheint hier in der Nähe zu sein. So weit ist er hier nicht weg. Hier sind auch so komische Gebäude. Oh, das sieht aus wie eine Arena, Leute. Vielleicht müssen wir hier sogar freispielen oder sowas. Oh Gott, der scheint auf der anderen Seite zu sein. Ich hoffe mal, man kommt von hier aus da überhaupt hin. Ich hätte fast eine Idee, ob man auch Lavaströme emporschwimmen kann. Vielleicht wäre das das Rätsels Lösung. Mal schauen. Ja, und dann wollen wir natürlich uns auf die Suche begeben nach dem Masterschwert. Und dazu müssen wir erstmal den Dekubaum befragen. Der spricht mit uns auf jeden Fall wohl. Oder ist dazu befähigt. Und ja, naja, erstmal gucken, wie wir da hinkommen. Ey, Leute, ich sehe... das sieht hier mir ja noch ein bisschen sehr kompliziert aus. Also ich glaube, hier ist ein Riesenteil. Das ist gar kein Fluss, wie ich zunächst dachte, ne? Da gibt es auf jeden Fall eine Engstelle, wo man da rüberkommen kann. Nee. Also da ist eine Arena wohl. Na gut, dann gucke ich mir das mal näher an. Ich glaube, ich muss da hoch irgendwie. Also noch höher. Weil das habe ich ja schon beim letzten Schatz gedacht, ne? Und der war dann gar nicht weit oben, sondern eher sehr weit unten. Schauen wir mal. Mine, eine Mine, also ja. Dann versuchen wir hier mal drum herum zu kommen. Darf man bloß nicht mit dem Mias mal in Berührung kommen. Also nicht ohne Mineros Roboter. Aha. Wo sind wir jetzt? Ah, jetzt sind wir sehr weit weg. Also ich muss da irgendwie hochkommen. Scheint ein ganz anderes Areal zu sein. Also vielleicht kommt man von hier aus auch gar nicht dahin. Kann sein. Ah, dass wir da einen anderen Abstieg nehmen müssen. Sozusagen. Ah, hier ist ja nur so ein Riesenberg und so, ne? Oder kann man da wirklich hoch mit der Schwimmausrüstung? Ich weiß es nicht. Lavafälle sind das ja nun mal. Aber ich glaube nicht, dass man diese einfach emporschwimmen kann. Okay, jetzt wird's heiß und ungemütlich. Gut, dann schauen wir mal. Bringt uns das was? Ich sehe seinen Gesichtsausdruck nicht, aber ja. Scheint was zu bringen. Gut, dann brauchen wir hier die Zora-Rüstung. Vielleicht funktioniert das. Ich bin mir nicht so sicher, aber... Nee, man stirbt. Man stirbt einfach nur. Okay, also man kommt da nicht hoch. Zumindest nicht mit der aktuellen Ausrüstung. Die müssen ja irgendwas bedeuten, diese Lavafälle, ne? Kann man die irgendwie manipulieren, ne? Ich weiß es nicht, Leute. Vielleicht mit ihm? Das stirbt mal genauso. Da muss es irgendwo einen anderen Punkt geben, glaube ich. Von hier aus kommen wir da anscheinend nicht hin. Aber fragt mich mal, von wo aus sonst. Na, vielleicht sollte ich mir mal die Oberfläche ansehen, ne? Auf der Höhe. Ah, hier ist eine Arena, okay. Also hier oben. Na, von hier... nee, da kann ich mich nicht hinbeamen.
Ist da wenigstens mal irgendwas? Was ist denn das hier? Kapselspender haben wir hier. Hier haben wir einen Schrein. Was soll denn das sein? Quelle der großen Fee ist hier dann hier. Okay. Und Stall der Zwillingsberge. Okay, haben wir einen Berg. Einen Turm noch nicht freigeschaltet. Gut, dann gehen wir da hin. Ja, und wo muss es ja da eine Möglichkeit geben, wie man sich da Zugang verschaffen kann. Wahrscheinlich haben wir den Teil einfach noch der Karte noch nicht freigeschaltet, ne? Deswegen sieht man den Abstieg noch nicht, der passend wäre, um dahin zu gelangen. Denn offenbar konnte man von dort aus nicht dorthin gelangen. Aber jetzt war ich schon so nah dran, ja. Also oder ich habe irgendwas übersehen. Das kann natürlich immer sein, ne? Logisch. Oh, hier ist ein Riesental. Ja. Jo. Rechts. Also Richtung Osten müssen wir uns da begeben. Da ist so ein. Ja, guckt mal. Nee, das ist die Fee, ne? Ja. Aber das ist kein richtiger Abstieg oder sowas. Kein Miasma-Krater. Da ist einer, aber. Der ist sehr weit weg. Hier müsste ja auch ein Schrein in der Nähe sein, ne? Habe ich den schon gemacht hier? Ja, ich glaube, den hatte ich schon gemacht. Ja, der war von dem sind wir gerade gesprungen, ne? Ah, stand auf mein Haupt. Das war ja der Schrein. Genau, das war hier, wo wir die über den Fluss kutschiert haben. Die Musikanten. Zum Glück überlebt irgendwie. So, ja, da. Und nordöstlich gelegen müsste ein Absprungpunkt sein. Grob. Ja, ich habe noch die unterirdische Karte aktiviert. Das ist ganz praktisch. Die lasse ich jetzt mal. Ah, das ist ja genial, ne? Je nachdem, was ich hier für eine Hauptkarte aktiviert habe. Ah, da ist auch ein Turm. Weitergehen. Oh, jetzt habe ich wieder die Orientierung verloren. Wo war der Turm? Sehe den Wald. Ah, da, okay. Ich meine, den Turm kann man dann immer noch aktivieren, ne? Ach, hier ist ein Krog mal wieder. Aber wohl kein Dekobaum in der Nähe, richtig? Ach nee, die müssen man wieder fangen. Die Pusteblume, die den Pustesamen. Ja, das war's schon. Oh, haben wir 200 immerhin zusammen. Naja. Gut, und jetzt? Ne, jetzt zeigt wieder die. Okay. Naja, vielleicht gibt es ja da einen Anhaltspunkt, ne, wenn wir da erstmal den Punkt erreicht haben. Da sind Gegner. Hier ist ja so ein großer Felsen, ne? Ein bisschen praktischer, ne? Um Feinde zu verprügeln. Ah, wunderbar. Wie sieht nicht. Ich glaube, viel langsamer bin ich so auch nicht. Mit dem Roboter renne. Ah, jetzt bin ich ja falsch abgebogen. Da geht's lang. Zur Arena. Oh, da müssen wir wahrscheinlich kämpfen. Au! Ich hab nicht mal volle Lebensenergie. Ist hier nicht mal eine Heilquelle in der Nähe? Nee, ne? Ich glaube nicht. Das Gegner auf Pferden, ne? Ja. Die Bockblins. Ich hab was zugehauen, aber irgendwie hat er meine Eingabe gerade nicht registriert. Jo, das sind noch stärkere Gegner. Sehr gut, danke. Oh je, silberne. Jede Menge silberne Gegner. Ganz toll. Aber hier ist es.
mal, hier ist kein Absprungpunkt, leider. Also genau hier wäre der Schatz. Nur halt unterirdisch. Aber hier ist kein Punkt, wo man hinabsteigen könnte. Puh, Leute, wann hier ein Miasma-Dings? Da ist sie, naja, ist zu weit weg auch. Gut, und hier haben wir noch nichts freigeschaltet. Also da ist der Turm, der dazugehörige. Vielleicht soll ich erstmal den freischalten, ne? Bevor ich mich hier mit den Silberlingen da anlege. Oh Gott, ey. Was war denn das? Wer schießt hier? Ach, der Heini. Okay, kümmert euch drum. Macht doch mal was. Mist. Schweinebande. Ein Horn. Oh, der hatte leider keine Pfeile dabei. Was bist denn du eigentlich? Ach, das ist das andere Pferd. Doch, ein Pfeil. Nein, mein. Besser ist kein Pfeil. Wie kommen wir da hin, Leute? Ja, wenn ich die Karte erstmal freigestellt habe, dann weiß ich wenigstens, was hier Phase ist. Ich glaube, das wäre erstmal sinnvoll. Ne? Steig mal ab, bitte. Ja, gut. Gut, von da aus, naja, vom Wasser aus kann ich da nicht hochspringen. Das wird wohl nicht gehen. Wagt doch nicht so weit drüber. Hier ist eine sehr starke Strömung. Ich habe ja noch die Wasserausrüstung. Komm. Geschafft. Wunderbar. Nutzt es nichts. Oder? Nee. Da ist auch Wasser da unten. Also macht die Plattform hier gar keinen Sinn. Das ist so super. Oh, dafür haben wir immerhin. Nee. Ja, doch, ein bisschen Muni. Oh, es wird langsam düster hier. So. Jetzt brauchen wir wieder die Kletterausrüstung. Wo ist denn das Kletterkopftuch? Ach so, ja, nehmen wir das. Ja, schauen wir. Ah, und wenn wir erstmal einen besseren, oh Gott, Überblick haben, dann. Also, ich sehe zumindest einen Haufen Gegner. Eieiei, aber den hatten wir da schon freigeschaltet, ne? Sieht man hier auch so schlecht. Gut, der leuchtet nicht mehr so verdächtig, aber. Ja, dann haben wir den wahrscheinlich schon freigeschaltet. Welcher soll denn das sein? Welcher Turm? Ach, der! Wow. Na gut. Gut. Na denn, wir müssen hier auf jeden Fall in diese Richtung. Nach oben erstmal. Damit wir einen Überblick uns verschaffen können. Oh, da ist auch ein Wasserfall. Gut, ja, den können wir emporschwimmen. Immerhin. So. Da ist ein Stall vielleicht. Könnte sein, ne? Aber bei dem war ich noch nicht, oder? Nee. Da ist jetzt auch ein Turm. Hatte ich den gesehen? Oh Gott, ey. Ich bin ja total orientierungslos. Ne, da, den, zu dem wollte ich, genau. Oh ne, ist da wieder unterwegs. Ach, ein Bäumchen. Ja, das lohnt sich nicht, sich mit denen anzulegen. Gegner.
Ja, der kann nicht weit weg sein. Hört sich an, man denkt immer, da kommt ein großer Gegner. Dabei ist es bloß der Minero-Roboter. Ja. Also geht doch. Oh, hier haben wir wieder einen Krog. Sehr schön. Yes. Oh, nur einmal schießen. Perfekt. Dann haben wir fast die 200 zusammen. Oh Gott, nee, du nicht, bitte. Oh nee, muss es jetzt ringen? Jetzt, wo ich hier. Genau, gemacht. Ah, da ist auch ein Abgrund, aber. Das ist eine Heilquelle vielleicht. Bitte. Ja, es ist eine. Sehr cool. Na, endlich. Ich glaube, es sind jetzt mehr Heilquellen dazugekommen, wa? Kann es sein? Ja, seit Breath of the Wild. Schießt er hin? Ach, zu dem Baum immer noch. In der Zeit haben sie ihn besiegt. Bevor ich hier zum Turm gekommen bin oder kommen, ja, voll geheilt bin, sag es mal so. Aber günstige Heilung, ja, das nimmt man dann gerne in Kauf, die kurze Wartezeit. Und dringend ja eh. Also mit. Oh, da fliegt sogar ein Drache drumherum. Das ist sogar ein Loopposten für den Drachen. Sehr schön. Super, wir sind voll geheilt. Sehr gut. Ah, ist doch weiter weg als gedacht, ja? Oder ist das immer noch der andere Turm? Ah, ich glaube ja, ich befürchte ja. Ich muss erstmal. Ja, hier, hier ist der. Hier ist der, den wir wollten ursprünglich. Sehr schön. Na, mal gucken, was wir da für Aufgaben erfüllen müssen. Ja, du bist es nur, ich weiß. Oh, kleiner Fuchs. Ah, du kleiner Fuchs. Was ist denn da? Ach, das hier ist ein Magier, so ein mächtiger Magier. Ah, groß klettern kann ich hier nicht. Oh, immerhin. Wir wollen ja auch, genau, wir müssen ja sowieso die Mission weitermachen, ne, mit dem Kleeblatt-Kurier, ne? Jo. Schaff ich das? Ah, ich glaube, es hört gerade auf zu ringen. Alter, das ist praktisch. Endlich, ey. Prima. Na, hier können wir zum Glück unsere Energie wieder aufladen. Unser Ausdauer. Oh, Blutmond. Nein. Muss denn das sein? Oh, das ist ein Gegnerlager, richtig? Oh, zwei Bäume gleich. Ah, das ist ein Gegner. Ach, du Scheibenklasse. Oh. Hier muss man sich durchbrennen. Turm in den Labella-Sümpfen. Ah, na, da komme ich schnell hoch. Das ist nicht das Thema. Oh, was haben wir denn hier? Ein Ritterschwert, den brauche ich nicht. Na also. Gut, und da müssen wir mit Feuer irgendwie gegenballern. Jetzt fängt es schon wieder an zu ringen. Das bringt dann natürlich den Sinn, ne? Aha. Jetzt, wo wir Feuer bräuchten. Uns der Weg versperrt. Zum Glück sind hier kaum Gegner. Also ich hätte jetzt einen zünftigeren Empfang erwartet, ehrlich gesagt. Aber gut. Wenn des Blutmonds Licht
Die ganze Ja, Welt fährt. richtig. Muss irgendwie eine Taste drücken. Also abgesehen von der Plus-Taste, und dann erscheint erst die Plus-Taste, ne, dass man die drücken soll. Also der Prompt dafür. So, okay, steht hier irgendwas. Hier steht sogar was. Eine Warnung oder was? Materialdepot für Wiederaufbau. Ne, das kennen wir schon, was da steht. Dumpster. Ach, wir sollen hier was bauen oder was? Sehr viel bauen. Ich befürchte ja Schlimmstes. Nee. Lass mal anders anordnen. Ich denke mal, bei dem Regen wird das nichts bringen, aber ist egal. Ich probiere es jetzt trotzdem erstmal. Verpufft sofort. Aber wahrscheinlich ist das der Witz an der Geschichte hier. Man soll einen Regenschutz bauen. Gut. Also es regnet hier permanent, mit anderen Worten. Gut, ich habe es verstanden, liebe Entwickler. Kann man hier nicht einfach so eine Brücke drüber bauen? Hm, das kann sein, ja. Hier kann man ja. Ah, das ist ziemlich easy drüber bauen, ja. Perfekt. Gut, ich musste gerade mal den Hund rauswerfen. Fängt gerade an zu bellen. So, scheinbar kommt jemand, ne? Dann bellt er immer. Der bellt vor Freude. Ah, das muss ich ihm noch ein bisschen aberziehen. Und ist ja gut erzogen, ne? Aber das funktioniert irgendwie noch nicht so richtig. Oh. Ist an der einen Seite befestigt. Das wären. Ah, ne. An beiden Seiten. Okay, auch wenn man da den Klebstoff nicht sah. Ja, ich glaube, ich muss es auch nicht übertreiben, oder? Obwohl. Gut, egal. Ne, da haben wir noch ein größeres. Brett, ja, was wir da vielleicht anbringen sollten. Oh, okay, so. Okay, machen wir auch noch fest. Jo, oder reicht das schon? Erstmal probieren. Ja, das müsste reichen. Ja doch, es geht, es funktioniert. Sehr schön. Ja, ich kann es doch schon öffnen. Super, Turm ist damit aktiviert. Immerhin. Let's go. Die kann ich noch nicht abbrechen, die Sequenz. So, dann zeig uns mal den Abstieg zum Schatz, bitte. Ah, da ist er schon, oder? Könnte das schon sein? Der ersehnte Abstieg. Sieht so aus. Ah, kommt drauf an, welche Richtung er sich befindet. Oh, da ist auch ein Krog wieder. Okay. Ja, mal gucken. Ah, doch, das sieht gut aus. Ja, kann mich aber auch irren. Ah, das kann ich gerade nicht. Ah, die Himmelskarte, genau. Jetzt?
Darf ich steuern? Ja. Nee. Ist es leider nicht. Das ist zu weit im Norden. Was ist denn das da eigentlich? Oh. Oh. Sternschnuppe? War da gerade eine Sternschnuppe? Oh ja. Gut, die kriegen wir im Fall. Ja, das ist mir noch nie passiert, dass ich die im Fall looten konnte. Den können wir auch gleich looten hier, den Drachen. Ja, Leute, das ist zu weit weg, ne? Ich glaube, das kann ich vergessen. Oder? Oder? Aber dann Miasma-Absprungpunkt ist hier nicht. Warum brennt denn das Feuer, obwohl es doch regnet? Vielleicht haben die einen ähnlichen Trick angewendet wie ich gerade. Leute, nee, das ist Quatsch. Das bringt mir nichts hier. Ja, dann muss ich doch noch den anderen Turm freischalten. Na prima, dann haben wir hier wenigstens alles. Oh, hier sind jetzt auch noch ein Schrein zu sehen. Oh, jetzt lande ich aber hin, oder? Wo ich nicht landen will. Puh, ist ja nochmal gut gegangen. Ja, jetzt kannst du aber aufhören zu regnen. Ich habe die Aufgabe erfüllt, ja? Was sagt die Zeit? Was sagt denn die Zeit? Oh Gott, ja. Na, der Drache. Ist die Drachenmusik, ja? Hat er spät eingesetzt, ja? Der war gerade direkt vor unserer Linse, der Drache. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass es mal wieder so ein kompliziertes Unterfangen ist, diesen Schatz zu bekommen, ey. Ist das der Dekobaum? Nein. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Dafür sieht er zu unspektakulär aus. Was ist denn das da? Ach, oh. Oh nee. Wieder so ein Krog. So, was willst du? Ah, welch ein Schock. Sanfter sein? Ich stecke in der Klemme, weil ich... Oh, sanfter sein. Okay, das ist mal ein neuer Text, aber wahrscheinlich bloß, weil ich ihn greifen wollte. Das wäre ein Rauchsignal. Okay, da unten. Ich will nicht nach unten, ich will eigentlich eher nach oben. Ah, was soll ich machen? Wenn er schon mal da ist, wa? Was bleibt mir anders übrig? Oh, die darf mich ja nicht zu weit von denen entfernen. Ey, apropos. Bleib hier. Okay. Schnell hinterher. Der rollt ja direkt zu seinem Freund. Sehr schön. Oh je, das geht weit runter. Oh, das Wasser. Nee, der trinkt da. Scheiße, Leute. Ah, nee, da ist ein Strand. Glück gehabt. Aua, das hat weh. Oh, was haben wir denn hier? Das können wir uns später angucken. Mal sehen. Ach, hier ist eine Höhle, oder? Sehr gut. Gebt mir, was ihr habt. Ja. Na, haben wir immerhin 200, schon über 200. Sehr schön. So, wo gehörst du hin? Aber ja, der lief jetzt so langsam. Das hat gleich mal ausgenutzt. Hier ist eine Höhle. Na, immerhin. Immerhin eine Höhle. Mit Hanoi, Manoi. Majoi. Wer ist denn die Biester? Hanoi ist die Hauptstadt davon. Ah, Moment. Oh oh. Die Seoul ist die Hauptstadt davon. Von Thailand war das, ne? Die Hauptstadt. Verwechsel das manchmal.
So. Ey. Au. Boah, macht das Schaden, ey. Gut, ich hab ja Elektroschutz, aber. Wow. Na, ist mein. Ach, der hat meinen Bogen verschluckt, oder was? Nee. Ah, also geht doch. Ei, mal sehen, was da drin ist. Holzpfeile. Hatte er dabei. Außer nicht unnützlich. So viel verschossen in letzter Zeit. Ja, Schilde habe ich auch genug und deutlich bessere. Also das hat sich schon mal nicht gelohnt. Und einen Pfeil haben wir auch wieder bekommen. Na, mein. Gut, na denn. Machen wir das wenigstens noch in der Folge, dass wir den Majoi finden. Oh, und ein Schrein müssen wir. Aha. Na, dann sind wir hier nicht verkehrt. Aber wie finde ich denn hier den Majoi? Der muss ja hier auch noch sein. Also, ja. Meistens ist doch in diesen Höhlen noch ein Majoi. Habe ich wieder irgendwas übersehen, glaube ich. Wie so oft. Oder geht hier was auf, wenn ich den Stein jetzt nehme? Bringe den Kristall an jenem Ort da, den das Licht zeigt. Dann schenken wir dir ein Licht, das die Finsternis bannt. Jo, wissen wir. Ach, das geht auf. Okay, ja. Na, dachte ich mir fast. Oh, hier müssen wir aufpassen. Aha, wie soll ich denn da vorbeikommen? Wer schmeißt denn die Steine? Da muss ja auch jemand sein, der die Dinger schmeißt. Dann können wir die natürlich retour schicken, ne? Ja, so ähnlich. So. Können nur mal einen schicken. Achso, ich hab's jetzt abgebrochen. Genau, schick die mal retour. Und? Na, passiert was? Ne? Bis jetzt noch nicht. Da ist nichts passiert. Wie soll ich denn das überleben? Der Slalom laufen oder was? Ja, erst erstmal warten, bis der. Oh Gott. Oh, oh. Ja, okay. Hier kommen wir auch Steine. Oh, was ist denn da oben? Da ist vielleicht der Majoi. Was Besonderes auf jeden Fall. Erstmal den. Hui. Knappe Kiste. Ja, man schafft es ganz gut. Besser als gedacht. Okay. Dann gehe ich erstmal da hoch. Ich hoffe mal, der wird nicht resettet. Oder soll ich erstmal den Stein platzieren? Macht vielleicht Sinn, ne? Ja, komm. Wir platzieren erstmal den Stein. Oh Gott. Oh, okay. Was ist denn das hier? So eine Steinplatte, ne? Was passiert, wenn ich mich darauf stelle? Nix. Ah, ein Riesenleuchtsamen ist ganz nützlich. Hier ist auch noch weiter. Okay, nach unten. Oh. Hier gibt es einiges zu entdecken in der Höhle. Vielleicht ist hier auch. Ah! Nicht doch. Das war knappig. Kommt da noch einer jetzt oder wartet? Ja, kommt noch einer. Aua. Scheibenkleister, bleib hier. Wie soll ich das schaffen? Der wird nur getriggert, wenn ich hier lang gehe. Das ist ja fies. Na gut, die können den als Schutzschild nehmen. Na, lass mal runterkommen. Ja. So. Die verbinden wir jetzt. Wunderbar. Problem geklärt.
Ja. Leichter als, nichts leichter als das. Na also, da haben wir den Schrein freigeschaltet dadurch. Ich glaube, das war auch schon die Aufgabe, ne, des Schreins. Also haben wir da schon unser Segenslicht erhalten, nehme ich mal stark an. So, und dann gucken wir uns noch in der Höhle um und dann war es das auch schon mit der Folge. Ne? Na, oder ist es doch ein besonderer Schrein? Na, dann machen wir den erst doch. Das sah jetzt mehr nach einem Rätselschrein oder sowas aus. Oder vielleicht auch ein Kampfschrein oder so. Nee, doch nicht. Nee, nee. Sah nur so aus. Rauros Segen können wir direkt empfangen. Wunderbar. Große Sonar-Energiesphäre, ja, die gibt es ja hier meistens. Nicht immer, aber oft. Größtenteils. So, Segenslicht bitte. Schön, wie fern waren eigentlich. Habe ich gar nicht mehr auf der Pfanne. Ja, wir haben wieder 4. Okay. Also, Herzcontainer respektive Ausdauercontainer ist mal wieder gesetzt. Wunderbar. Dann schauen wir uns hier nochmal kurz um und dann, ja, um den Majori zu finden. Vielleicht ist hier auch eine besondere Rüstung noch drin. Na, wäre auch denkbar. Na, cool. Ganz gut. Oh, wo ist denn unser Roboter eigentlich? Des Vertrauens. Passt der hier nicht rein, Davi? Sonst sind alle Recken da. Amineros Roboter ist nicht da. Doch, da ist er. Na Mensch, wo warst du denn, Junge? Kommen wir da ran? Jo, Steinsalz, um das Steinsalz zu ernten. Perfekt. Na gut. Von wo kommen die Steine? Von da oben. Vielleicht muss ich da hochklettern? Ich glaube nicht. Stimmt, da könnte man ja rein theoretisch. Aua! Autsch. Den könnte ich ja als Fahrstuhl zweckentfremden, ne? Den Stein. Ich weiß es nicht. Sollte ich das tun? Ich bin hin und her gerissen. Ja, ich mach das. Ja, erstmal. Stimmt. Was ist er denn? Nee. Nochmal. Ach so, jetzt. Nee. Nee, das bringt, glaube ich, nicht viel, den jetzt aufzuhalten, sondern kommen da dauernd welche. Na, verdammt. Warum ist er denn nicht hängen geblieben da? Ich weiß nicht, ob da irgendwas ist. Also, ich glaube, da ist nichts. Nee, ich glaube, da ist wirklich nichts. Ich muss nur schnell rennen. Ja, überlebt. Ja, das scheint nichts zu sein. Richtig mich gerne, ne, falls ich mich irre, aber sah jetzt nicht danach aus, als wäre da irgendwas. Ach. Kann ich hier wenigstens, ne, zeig die falsche Fähigkeit. Ja, doch, da. Oh, okay. Hä? Egal. Hier oben war was auf jeden Fall. Ah, jetzt haben die Steinschläge hier aufgehört. Wunderbar. Oh, eine Kiste ist es. Oh, Sanjin, Kurzschwert. Oh, ist so schwach. Also das. Ja. Können wir nicht gebrauchen. Nicht wirklich. War hier unten nicht noch irgendein Gang? In die entgegengesetzte Richtung oder was? Da habe ich mich jetzt geirrt. Was habe ich da gesehen, ey?
Ah, das habe ich gesehen. Da ist der. Na, das ist er auch. Gut, dann haben wir das gepackt. Na, komm her. Sehr gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, mit diesem Fund kann ich die Folge beenden. Denn wir haben die Höhle damit, denke ich mal, geschafft. Mehr gibt es hier nicht zu entdecken anscheinend. Und dann geht es in der nächsten Folge dann zu dem Turm, der hier noch ist. Und in der Hoffnung, dass wir einen Abstieg finden zu dem Schatz, den wir ja die ganze Zeit suchen. Ne? Also denn, bye bye, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, euer Eschak. Lasst es euch gut gehen. Und falls euch die Folge gefallen hat, bis dahin, lasst ein Like, ein Daumen da. Bis dann.